Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Es geht weiter mit unserem Let's Read. Mal gucken, ob es nochmal einen ganzen Part füllt. Ich glaub's allerdings nicht, denn wir haben nicht mehr allzu viel zum Lesen. Noch unsere Ausrüstungen und Zauber. Dann sind wir endlich wieder up-to-date und ich hoffe, dass ich es wirklich mal schaffe, es dann auch up-to-date zu halten. Machen wir doch einfach mal mit den Zaubern weiter. Na gut, auf jeden Fall... Habe ich jemals Zauber gelesen? Ich bin mir unsicher. Aber das ist eh noch nicht interessant. Auch nicht. Auch nicht. Großen Magier des alten Olafis. Mhm. Ach, das kenne ich noch. Diejenigen, die Ungesehene fürchten, sind Feiglinge. Diejenigen, die niemals daran zweifeln, was sie sehen, sind Narren. Stille. Die östlichen Länder von Myra sind nicht nur die Heimat von stolzen Rittern. Es existiert ebenfalls ein traditioneller Orden von Schattenrittern, die im Stillen Unaussprechliches vollführen. Mhm. Sehnsucht. Menschen betrauern Verlust und sehnen sich nach dem, was sie nicht haben. Möglicherweise spielt der Name dieses Zaubers auf diese Ironie an. Er schafft eine warme, seelenähnliche Kugel. Achso, ja, okay. Große Zauberwaffe. Ein Zauber mächtiger als Zauberwaffe erfüllt die Waffe in der anderen Hand mit intensiver Magie, welcher schwerer magischen Schaden verursacht. Die alten Puristen der Zauberakademie von Melfia betrachten den Schwertkampf als barbarische Form der Kampfkunst. Ein Schwert zu schwingen und seinen Zauber zu wirken sind zwei unterschiedliche Dinge. Und einige Mitglieder der Zauberakademie von Melfia betrachten diese Art von Zauberei als unrein. Seelenstrudel. Einer der verlorenen... Hey, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Was brauche ich da? 37 Intelligenz? Okay. Einer der verlorenen Zauber vor dem Verfall geschützt in die Gruft der Untoten schießt aufeinanderfolgende Zielfuchs ebenfalls ab. Ein Zauber, dem nur schwer auszuweichen ist. Was ihn sehr effektiv gegen bewegliche Gegner macht. Hm, okay. Seelensperrfeuer, da brauche ich 37. Schießt einen ganzen... Ah ja, gut. Das habe ich aber, glaube ich, mal getestet. Das war ja nicht so dolle. Schießt einen ganzen Stoß Seelensperre ab, verursacht hohen Schaden, wenn mehrere Sperre treffen. Ja, wenn... Eine neue Version eines uralten Zaubers. Okay, das haben wir schon mal gelesen. Schockwelle verursacht keinen Schaden, sondern entfesselt eine große Schockwelle, die Gegner umstößt. Betäubt Gegner und macht sie angreifbar. Manche mögen es eine Spielerei nennen, doch für einen innovativen Zauber kann es ein tödliches Werkzeug sein. Der Sehnenspeer. Es heißt, dieser Zauber sei von einem Meisterzauber entwickelt worden, doch sein Name ist lang vergessen. Ja, Dingens, wie heißt der aus Teil 1? Na egal. Weiter. Jetzt geht's weiter mit der großen Heilung. Ein glorreiches Wunder, das nur wenigen Klerikern zugänglich ist, stellt viele TP wieder her. Nur wenige Auserwählte können diese epische Liebesgeschichte auswendig aufsagen, werden dafür aber reichlich belohnt. Okay. Explosive Wucht. Die Geschichte ist voll von Beispielen für imitierte Wunder. Ist das Imitat kaum vom Original zu unterscheiden, ist die Authentizität kaum von Bedeutung. Blitzspeer. Dieses Wunder erzeugt einen Blitzspeer. Er soll das Erbe eines alten Clans sein, dessen Anführer als Sonnengott verehrt wurde. Ah. Der Name des Clans geriet in Vergessenheit, doch das brotzige Strahlen unseres prachtvollen Vaters soll niemand verblassen. Großer Blitzspeer. Diese Wunder erzeugt einen Grund. Okay, das ist das gleiche. Feuerball. Ein Elementarzauber für Pyromanten. Schleudert einen Feuerball auf Gegner. Bedient euch dem Pyromantie, indem ihr die Flamme der Beschleuniger ausrüstet und die Pyromantie dem Zauber... Ach, das ist also bitte. Was sollen diese Erklärungen hier? Toxischer Nebel. Eine Randpyromantie unbekannter Herkunft erzeugt eine mächtige, giftige Nebelwolke. Das Gift nagt langsam an Körper des Ziels und fügt ihm dabei Schaden zu. Der Schöpfer dieses Zaubers wollte einem Gegner keinen schnellen Tod zugestehen. Wie böse. Selbstverbrennung. Diese Pyromantie erzeugt eine Flammenhülle und verbrennt Feinde in der Nähe des Wirkers.
Der Zauber ist gefährlich, da er im aktiven Zustand auch auf den Wirker verbrennt. Im Flammen zu stehen ist nur halb so schlimm, wenn einen das Begehren verzehrt. Finsterer Nebel. Erzeugt einen vorübergehenden örtlichen Nebel. Jenen, die den Nebel einatmen, werden umgehend vergiftet. Diese Hexerei gilt wegen der Symptome als Gift, doch tatsächlich zehrt der Nebel an der inneren Essenz des Ziels. Ein Paradebeispiel für die Gründe, die zum Verbot der Hexerei führten. Okay. Beschleuniger Stab, also ich könnte damit auch mal rumrennen. Ich muss da jetzt nicht mit der Pyromantieflamme, auch wenn es als Hexerei genannt wird. Ich könnte das mal ja mal testen, ne? Wie das so abgeht. Da brauche ich 25. Ah, ne, da braucht man ja beides, genau. Ich weiß nicht. Flüsternde Verzweiflung setzt eine wortreiche Finsternis frei. Worte der Verzweiflung hallen in der Finsternis und schwächen die Abwehr des Gegners. Okay. Das Dunkel hüllt die Welt in Schwarz. Ob ruhige, bedächtige Finsternis. So, einen haben wir noch. Die Lebensreste. Ein esoterischer Zauber von Navlan, dem berüchtigten verbannten Zauberer. Er weckt die Seelen längst vergrabener Toter. Der Ketzer Navlan wurde mit seinem gesamten Dorf hingerichtet und die bloße Erwähnung seines Namens galt als Verbrechen. Manche behaupten, er habe die verbotene Kunst der Wiederbelebung zurückbringen wollen. Dafür brauchen wir die heilige Glocke. Ach, interessant, interessant, alles sehr interessant hier. Und jetzt gehen wir rüber zu den Rüstungen. Da haben wir jetzt auch nicht so viel, wie ihr seht. Narren sind mehr ein fester Bestandteil. Okay, das hatten wir aber gelesen. Nicht gleich rausdrücken, jedes Mal mache ich den Fehler. Helm des Aurons. Auros, nicht Auron. Helm der Könige der Wüstenlandes Yugo. Zuerst von Auros, dem heldenhaften Gründer des Landes, getragen. Der Legende zufolge besteht die Rüstung des Aurus aus einer mysteriösen Substanz, die für Feiglinge unsichtbar ist. Was sagen eure Augen euch? Okay. Erhöht Höchstbelastung durch Ausrüstung. Mhm. Ja, das kennen wir. Eine launische Königin schenkte ihnen Leben und riss dann ihre Gesichter ab. Wie sonst hätte sie denjenigen vergeben können, die es gewagt hatten, sie anzusehen? Ja, alles nur Logik, alles nur Logik. Von den Eisendrachtsoldaten getragener Helm bietet hohen Schutz, ist jedoch so schwer, dass sein Einsatz enorme Kraft erfordert. Die Eisendrachtsoldaten waren vom alten Eisenkönig erschaffene Büttel, die ihr Leben verzauberten Seelen verdankten. Heute ist dies aber wieder eine tragbare Eisenhülse. Alon Hauptmannshelm. Vom Hauptmann der Alonritter getragener Helm. Die Ausrüstung der Alonritters, die mit dem alten Eisenkönig dienten, ist mit Hilfe eines besonderen Zaubers hergestellt worden. Solide und ansehnlich gefertigt ist ihr Glanz bis zum heutigen Tag erhalten geblieben. Resistenz Feuer. Wie stark denn? Wie, das bleibt auf 17, das ist ja langweilig. Ich dachte Resistenz Feuer. Na egal. Alone Ritterhelm. Der Bund der Alone Ritter, die dem alten Eisenkönig dienten, war mächtiger als das Eisen des Landes, doch letztlich gingen die Ritter in Flammen unter, die das Schloss zerstörten. Havels Helm. Ein Helm, der den Eindruck macht, als wäre er aus einem riesigen Felsbrocken gefertigt, bietet herausragenden Schutz, hat dafür jedoch ein enormes Gewicht. Wo der Name Havel herstammt, ist nicht eindeutig geklärt. Einige halten es für den Namen des Kriegers, der ihn trug. Andere denken, es war der Name eines großen, in einem barbarischen Krieg untergegangenen Königreiches. Schauen wir mal auf die Werte. Ja, das ist Wahnsinn für einen Helm, ne? Aber das Gewicht halt auch. Ich habe gelesen, Magier in Havels Rüstungen sind im PvP sehr verhasst. Okay. Naja. Die Strafmaske erhöht die Ausrüstungsmenge. Die nach innen gerichtete Stacheln legen nahe, dass Häftlinge damit nicht nur gefesselt, sondern auch gemartert werden sollten. Okay, und das kennen wir natürlich, denn das haben wir gelesen. So, und ich denke, jetzt wird sich relativ viel wiederholen. Ja, genau das ist schon gleich, das ist altbekannt. Bietet hohen Schutz, ja, ist auch bekannt. Ritterrüstung.
Jo, nichts Spannendes. Falknerrüstung. Die von den Folgenfalknern getragene Rüstung. Die Furchthaftigkeit der einheimischen Folgensoldaten ist legendär. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich diese Gruppe von Falknersöldnern angeheuert wurde. Sie sind die Leibwache der wohlhabenden Elite und leisten gute Dienste. Ihren Hintergrund wagt folglich niemand unter die Lupe zu nehmen. Ja, Habitsrüstung, steht da jetzt was anderes? Nein. Nee, genau das gleiche. Die Werte dort sind... Oh, wollen wir nicht doch einen fetten Magier wieder spielen? Wer vermisst ihn alles? Nee, aber da müsste ich die Stärke auch noch pushen, wie ihr es seht. Aber es wäre schon verlockend hier mal mit richtig fetten... Ah, wie krass. Naja, ein bisschen reizen wird es mich schon. Ich muss es zugeben. Rüstung eines der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Ritter, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alten Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst der Lebensentzugs auf der Spur waren. Mhm, okay. Weiter geht's hier. Das gleiche. Die Menschen, sagen wir hier, die eigenartige Kunst des Puppenspiels ist dann... Ne, das haben wir gelesen, da bin ich mir ganz sicher. Vom Aussehen und seinen offensichtlichen Nutzen nach zu urteilen, ist dies bloß ein Ramponet. Okay, ja, das ist auch alt. Das ist auch bekannt. Hat auch unglaubliche Werte. Die Falkner Handschuhe haben wir jetzt auch gelesen. Das ist auch gleich. Die haben auch einiges doppelt, wie ihr seht. Mhm. Die Straffesseln. erhöht Pyromantie. Und die schwarze Handschuhe. Die haben wir ja gar nicht... Ah ja, genau, die haben wir nicht an. Ja, das stimmt. Weil wir ja lieber diesen Effekt hier haben. Okay. Zu guter Letzt. Höschen. Kennen wir... Schlichte Ausrüstung. Kennen wir. Und hier nochmal Havel. Gut, Freunde, das war's. Das war das große Let's Read. Ich werde es jetzt echt versuchen, das immer, ja, wie schon gesagt, up to date zu halten. Das ist echt eine langwierige Sache jedes Mal, ne? So, da unten hat sich ja nichts getan, wobei ich spiele heute auch wieder offline. Also warum sollte sich da jetzt was getan haben? Ja, okay. Wir haben noch Zeit. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter. Endlich mal in ein neues Gebiet. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Ich freue mich schon. Endlich mal was Neues sehen. Aber erst müssen wir diese eine Stelle schaffen, die wir bisweilen überhaupt nicht schaffen konnten, weil wir einfach so schlecht waren. Vielleicht klappt es ja jetzt. Es ist... Immerhin sind einige Levels und so vergangen, ne? Jetzt muss ich nur mal nochmal gut überlegen, wo das wieder war. Ich vergesse das immer wieder so gerne. So dieser eine Eingang ist, der bleibt irgendwie nicht in meinem Brain. Da war irgendwie da oben, aber da oben habe ich dann auch immer wieder Sorge, dass ich in den Riss latsche, anstatt in das Gebiet, wo ich hin will, ne? Ich verwechsel das immer wieder da. Den Ecken, aber ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, oder doch? Ich werde es gleich wissen. Doch, ich bin richtig. Wahnsinn. Unfassbar. Das freut mich. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir die auch schaffen. Kann ja wohl nicht angehen. Ich überlege gerade, mit was mache ich sie besser? Es ist halt so viel auf einmal. Ich mag die Stelle gar nicht. Aber gut, wir müssen. Es gibt kein anderes Gebiet momentan. Ich wüsste nicht, wo ich sonst eins aktivieren sollte, ehrlich gesagt. Aber wisst ihr was? Was mir gerade aufgefallen ist. Oh nein, jetzt kriege ich eine Überblendung. Aber das Schöne ist, dass die One-Hits sind. Vielleicht schaffe ich es ja. Ah, nee, so nicht. Ach, verdammt, ich habe hier aber auch gerade eine... Kurzen Moment. Ich sag's euch, Leute, wie ich
Pop-Up-Fenster hasse in solchen Momenten. Da könnte ich sauer werden. So, ich habe eine Idee, wie ich mir das viel einfacher mache. Denn die einen Türen, die gehen ja auf. Und die könnte ich ja schon mal im Vorfeld töten. Dann habe ich zwei Hampelmänner weniger. Was aber schön, was wirklich schön ist, das sind One-Hits. Und ich bin mir ganz sicher, wir schaffen das jetzt. Das war nur wegen dem Pop-Up-Fenster. Mensch. Was soll denn das? Hat sich das nicht warten oder im Hintergrund aufpoppen? Ich weiß, dann wäre es kein Aufpoppen mehr, aber egal. Doch, da bin ich richtig. Okay. Noch einmal richtig. Gucken, wie die mit dem Schwert so drauf sind. Sind das mittlerweile auch One-Hits mit dem Schwert? Mal gucken, ne? Ach man, ich will ihn anvisieren und wieso drehst du dich dann? Danke. So, gucken wir mal, wie er... Ah, das ist natürlich mies, ne? Mit dem Schwert brauche ich noch 3 Treffer. Es wenigstens 2 gewesen wären, aber nö, es sind 3. Das dauert mir zu lange. Wenn die jetzt gleich alle kommen. Okay, bei dem haben 2 gereicht. Okay, nee, dann nehme ich wieder meine Seelenpfeile. Ich höre euch schon, ihr Mistviecher. Kann man im Vorfeld ja auch nicht, nee, im Vorfeld geht nicht. So. Ah, jetzt sind sie ein nur noch... Ah, Mist, der lebt noch. Von wegen One-Hit. Ich will jemand anderes anvisieren. Oh, Mann. Leck mich doch. So. Ich will den anderen anvisieren. Den da, ja. Da kommt ja noch einer, glaube ich. Oh, Mann. Ih, der Frosch. Der Frosch. Oh Gott, der Frosch. Den habe ich ganz vergessen. Der Vergifter, nee, der ist noch schlimmer, der Versteinerer. So, aber wir haben's. Oh! Erstmal da reinkommen. Aber wir haben's geschafft. Unglaublich. Ah, der Frosch, ey, der kann versteinern, ne? Oder verfluchen. Alles nicht so schön. Da fühlt man sich doch gleich willkommen. In dem nächsten Gebiet. Schauen wir mal. Ab jetzt wieder... Absolut Neuland für mich. Na, da drehe ich jetzt nicht dran rum. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal da rein, ne? Vielleicht sind da wieder ein paar Blödis. Oh ne, das ist kein Blödi. Das ist eine Kiste. Eine gute Kiste. Oh, eine Flakonscherbe. Da freue ich mich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es noch ein paar Mal versucht und hätte das eher geholt. Egal. Und hier ist bestimmt was Böses. Nein! Ein Leuchtfeuerchen. Ja, prächtig. Ah, gut. Aber das muss reichen. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja, da hoch komme ich irgendwie nicht, ne? Da, wo die... Also nicht von hier zumindest. Könnte mal meinen Leiterbauer fragen, dass der mal schnell da eine hinstellen soll. Das wäre zu einfach, ne? Naja, aber ich könnte jetzt von hier aus... Moment, das wird klappen, wenn ich richtig springe. Yay! Oh, da ist jemand Böses drin, ich sehe ihn schon. Aber egal. Bevor er mich überrascht. So. Gute Nacht. So, ein bisschen abchecken. Hier gibt es eventuell Geheimnisse, wer weiß. Aber hier nicht. Schloss offen. Der nächste, bitte. Heute ist Zellenreinigung angesagt. Und das gilt auch für dich. Ups, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, egal. Mhm. Ja, der wollte gar nicht kämpfen, ne? Und ich, böser Kerl, greife ihn halt an. Oh, schaut euch das mal an, da haben wir... Ein kleinen Clipping-Fehler. Kann man durch die Wände gucken. Nicht schön. Hat auch nichts zu bedeuten, dass hier... Mal checken. Nee. Okay. Ich höre dann noch auf die andere Seite, ne? Kann ich von hier springen? Nee, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Dann müssen wir wieder auf die andere Seite.
Ui, ja, nicht alles auf einmal. Das machst du jetzt so schön nochmal. Ah, das war zu tief. Das war schön. Und da ist auch schon der nächste drin. Hallo, mein Freund, was hast du verbrochen? Ah, ich merke schon. Okay. Du warst... Was ist denn das? Das könnte wehtun, wenn man nicht aufpasst. Ist hier Fallen auf Boden? Nee, oder? Ja, schlimm. Okay, hier ist nichts. Nächster. Tag. Auch für dich einmal einzelhaft beendet. Sehr gut. Okay. Ja, schade. Hier ist nichts sonst. Hier nochmal. Nee, geht nix. Weiter. Ist da noch eine Tür? Nein, das war's. Schade. Das heißt wohl, zurück mit uns. Und höchstens mal versuchen, da drauf zu springen. Just for fun. Nee, das geht gar nicht. Okay. Gut, gut. Dann gehen wir jetzt aber endgültig. Mal schauen, wie unser neues Gebiet aussieht. Ein Wald. Okay. Mhm, ein Wald. Sieht ziemlich herbstlich hier aus. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Waldweg und es führt gleich woanders hin. Mal gucken. Der Schattenwald. Okay. Der Schattenwald also. Da sehe ich zwei große Brücken oder so. Mhm. Ich mag ja im Grunde Wälder. Bis jetzt kann ich ihn noch nicht als schlimm empfinden. Aber ich habe ja auch noch keine Gegner hier gesehen. Oh, da frisst jemand. Ich störe nur ungern beim Essen, aber... Oh. Ja, ich störe wirklich erstmal nicht. Ich werde mich erstmal um den kümmern. Kann die aber raussehen da? Was hängt denn denen da vor? Ich will es gar nicht so genau wissen eigentlich. Yeah. Das war doch schön. Die schwindende Seele, ja, weil schon zu viel genagt wurde bestimmt. Gemein. Okay. So, da haben wir ein bisschen viel auf einmal. Da werde ich mal... Ja, so war das nicht geplant. Der falsche. Aber na gut, mein Zauber ist gerade ein bisschen übermächtig. Oh, da liegt es an meinem wunderschönen Stab. Ja, garantiert. Ja, der wird noch viel geiler, wenn wir den erstmal auf S haben. Ich höre was. Ey, du spuckst oder schmeißt oder was machst du? Ey, du bist ja raffiniert, du kleiner. Du schmeißt nach Stein. Ich schmeiß nach Stein. Wie krass ist das denn bitte? Oh, wie wär's wir... Komm, ich hätte den gerne im Visier. Du siehst den doch. Du Blindschleicher. Ja, du mich auch. Oh, das sieht ja sehr interessant aus hier. Ich glaube, da kommen noch ein paar interessante Sachen. Schönes Gebiet. Da kann man sich nur freuen. Das ist schöne Gras. Ich mag das Geräusch. Jetzt kommt es irgendwie nicht mehr. Okay. Schon. Ein Wahrheitsverkünder. Wunderbar. Von denen haben wir ja jetzt genug. Mal schauen, wann wir den nächsten einsetzen können. So, was haben wir hier? Nichts. Dann checke ich jetzt noch die andere Seite. Ich möchte nicht wieder so halb blind links durchs Level latschen. Aber ich glaube, da hoch komme ich nicht, ne? Mal kurz hier testen. Nee. Okay. Vielleicht ist hier ein... Nein. Gut, Freunde. Leider sind wir schon wieder am Ende angelangt für heute. Aber ich freue mich umso mehr, wenn wir hier weiter latschen. Das sieht schon interessant aus. Oh ja. Das neue Gebiet, der Schattenwald. Freut euch drauf. Das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.